Ja, hallo zusammen, da bin ich wieder mit meinem Let's Play zu Command & Conquer der Tiberium Conflict Remastered Edition auf Seiten der Mod. Ganz genau, liebe Leute, und wir waren beim letzten Mal tatsächlich in den Nachholmissionen, Mission 10. Und wir müssen jetzt hier in dieser Basis hier eindringen. In diese Basis eindringen und dort alle Sachen platt machen. Also da sind drei Mammutpanzer drin. Die werde ich wahrscheinlich mit dieser Artillerie hier platt machen müssen. Genau. So, und ich hoffe, dass das alles ist. Schießt du mal der Ruf da? So. Wie gesagt, wir haben einen Invasor und ja, was soll ich sagen? Ich bin mir echt unsicher, wie wir jetzt hier weiter vorgehen. Ob ich da wirklich auch die Waffenfabrik einnehmen muss? Ich habe keine Ahnung, ey. So. Würde ich sagen, speichere ich das aber jetzt nochmal. Damit wir da nicht immer alles nachspielen müssen, weil das ist unangenehm. Was machst du? Was zum Teufel machst du da? So. Ach, toll. Seht ihr? Ein Schuss von diesen Raketentypen und... Naja, der Kommando ist Geschichte. Super toll, echt. Ey. Hallo? Du sollst hier hin. Nicht da hinten her. Mein Gott. So, dann Kommando. So, genau. Und fertig. Sehr schön. So, ich muss hier nämlich jetzt vorsichtig sein. Weil da stehen überall Manneken rum, ne? So. Wo sind sie? Da unten. Alter! So. Okay, sehr gut. Und bam, und bam. So, dann kann der Invasor ja... Wartet mal! Ich habe eine andere Idee. Mission 10 Not. Ich nehme den Bauhof ein, verkaufe den. Dann kriege ich nämlich... Ja, nochmal laden. Dann kriege ich nämlich... einen Invasor und dann kann ich mir die Waffenfabrik nehmen und ein paar Panzer bauen. Genau, nehme den Bauhof ein. Kommt schon wieder keiner raus. Also normalerweise kommen da manchmal Invasoren raus, wenn man den Bauhof verkauft. Nicht, dass sie das in dieser Mission hier deaktiviert haben. Ey, ne, seht ihr das? Da sind jetzt zwei Techniker rausgekommen. Ey, nicht, dass die das hier deaktiviert haben, weil mit einer Artillerie kann ich doch nicht alle Panzer platt machen. Das geht doch unmöglich. Fünf Schützen wieder, ey, Mann. Gib mir jetzt endlich einen Invasor. Gib mir jetzt endlich diesen Invasor. Haben wir es bald mal? Ja, immer noch fünf Schützen. Ach, Leute. Geht mir nicht auf die Nerven. Ich versuche das jetzt noch ein paar Mal. Wenn dann kein Invasor rauskommt, dann muss ich tatsächlich die Waffenfabrik einnehmen. Tja. Ich brauche doch tatsächlich diesen Invasor. Da kommen immer fünf Scheißschützen raus, ne? Normalerweise kommt da fast immer ein Invasor raus. Gut, es kann aber auch sein, dass die das deaktiviert haben in dieser Mission, ne? Gut, dann ist das jetzt der letzte Versuch. Und wenn es jetzt nicht klappt, dann nehme ich mir die Waffenfabrik einfach. Ja, oder komm dann. Dann mach das kaputt. Nein, aber nicht so, wenn da vier Soldaten rauskommen. Oh Mann, ey. Gut, dann haben die das hier deaktiviert. Schade. Leute, schade. Da muss ich tatsächlich mit dieser verkackten Artillerie diese Mammutpanzer da platt machen. Das kann ja wohl nicht sein. Das kann ja wohl echt jetzt nicht sein. Aber gut. Dann ist es halt so. Ja, die darf ich halt nicht mit anderen Einheiten angreifen. Weil die sich dann aktivieren. Und mich verfolgen und platt machen. Deshalb, ja, liebe Leute,
heißt es jetzt einfach mal abwarten, wie sich das dann noch so entwickelt. Während der da fröhlich vor sich hinballert, kann ich hier nochmal ein bisschen erzählen, was mich jetzt gerade so bedrückt. Es ist ganz einfach so, liebe Leute. Ich weiß nicht, ob ihr die letzte Folge schon gesehen habt, aber in der letzten Folge bin ich darauf eingegangen, dass eventuell Werbung geschaltet wird in Zukunft auf YouTube. Auch für Videos, die nicht dem Partnerprogramm unterliegen. Und das finde ich doch mal sehr krass, weil es kann halt sein, also ich bin so ein Mensch, wenn so für mir zu viele Werbungen auf YouTube kommen, dann gehe ich aus YouTube raus. Also dann beende ich die YouTube-App. Und ich weiß nicht, wie es bei euch ist. Ich hoffe, dass ihr mir das nachseht, wenn da tatsächlich Werbung in meinen YouTube-Videos erscheint. Da kann ich wirklich nichts für in diesem Fall. Es ist einfach YouTube, das Bockmist baut. Und wenn es tatsächlich zu viel Werbung wird in meinen YouTube-Videos, dann werde ich mir definitiv eine Alternative überlegen. Wie gesagt, ich habe keine Ahnung, wie das aussieht ab Juli. Erzählt ruhig mal, was ihr davon haltet, dass dann mehr Werbung in die Videos kommt. Egal, ob monetarisiert oder nicht. Würde mich interessieren, eure Meinung hierzu. Und ich finde es scheiße. Muss ich sagen, weil da wird mit meinen Videos Geld verdient. Und ich sehe davon keinen Cent. Und das ist halt, ich weiß auch nicht, das ist gewöhnungsbedürftige Aktion von YouTube. Da schafft sich YouTube möglicherweise selber mit ab. Und das ist nicht im Sinne von YouTube, sag ich mal. Und würde ich sehr schade finden. Ja. Weil das ist wirklich mein großes Hobby hier, Let's Playen. Und wenn ich mein Hobby aufgeben müsste, das wäre schon scheiße, muss ich sagen. So, da haben wir jetzt auch den nächsten Platt. So, dann ist da unten noch der letzte. Und drauf schießen da. Aber nicht reinfahren! Oh Gottes Willen. Wartet mal. Mission 10, Not. Ich habe jetzt zwei Panzer erledigt. So. Fahr doch nicht immer da rein. So, genau. So. Ja, weiter geht's und wie gesagt, ich würde es scheiße finden, ganz ehrlich. Wenn YouTube mir das Hobby versauen würde. Wie gesagt, es ist ja im Moment schon eine Scheißzeit und da kommen noch diese Scheißnachrichten dazu. Also das ist auch wenn ich tatsächlich mitten im langen Wochenende bin. Es ist jetzt nämlich Pfingstwochenende, es ist Pfingstsonntag. Und Sonntagabend. Und ich habe morgen frei, Und da kann man mal ein bisschen runterkommen. Das finde ich auch gut. Und da kommt dann auch sowas, ne? Ich weiß nicht. Also ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Und schauen wir mal. Die Artillerie gibt gerade ihr Bestes, die macht einen guten Job. Die kriegt tatsächlich drei Mammutpanzer platt. Finde ich extrem interessant. Da die sich halt auch nicht wehren. Ne? Und muss ich jetzt tatsächlich noch die Basis hier platt machen? Nein, ich muss tatsächlich nur die Mammutpanzer platt machen mit der Artillerie. Okay. Neue Cutscene. Die kannte ich gar nicht, die Cutscene. Interessant, liebe Leute. Effizienz 100%. Interessante Cutscene kannte ich gar nicht. Und die Mission kannte ich auch nicht. Also wir erleben tatsächlich hier immer noch neue Sachen. Ne? Und wir haben mittlerweile 80% von Afrika eingenommen. Und wie gesagt, wir erleben hier immer wieder was Neues. Ezekiels Rat. Oh nein. Oh Gott. Ich glaube, das war eine richtige Scheißmission.
Arsch, ey. Das war so eine richtige Mistmission, ey. Aber ja, erstmal kann sie. Kane. Ich hoffe, ich kann dir vertrauen. Die GDI hat uns die Pläne und den Prototyp unserer wichtigsten Waffe gestohlen. Ich nenne sie Mantel des Schweigens. Technisch gesehen ein Tarnpanzer. Hol ihn zurück. Natürlich ohne ihn zu beschädigen und sorg dafür, dass man die GDI-Droiden dort nie wieder dazu benutzen kann, mir etwas zu stehlen. Ja, Kane ist angepisst, weil die GDI genau diesen Tarnpanzer geklaut hat. Ja, kann ich verstehen, lieber Kane. Deswegen musst du mir aber nicht gleich mit einer Waffe drohen. Ich arbeite doch für dich, Junge. Na ja, gut, ist halt Kane, ne? Gut, liebe Leute. Ich hoffe, dass die Mission ein bisschen einfacher ist als die andere. Die andere, die war nämlich extremer Mist. Wir haben zumindest 2000 Geld. Das lässt darauf schließen, dass wir eine Basis haben. Aber wartet mal. Alter Schwede! Ein Panzer! Na gut. Okay. Die kenne ich doch, die Karte. Wartet mal. Da oben fährt doch gleich ein Schiff her. So. Seht ihr das? Die Karte kenne ich doch. Ach, schaut mal hier. Ach. Schaut mal da. Alter. Dieser scheiß Jeep, ne? So, sehr gut. Genau. Ach. Ich glaube, aber die... Aber die habe ich doch schon mal gespielt. Diese Mission. Ey. Kampfpanzer. So, mach den kaputt. Aber die Mission habe ich doch schon mal gespielt. Wartet mal. Ich kann mich doch daran erinnern, dass ich da irgendwie... Dass da jetzt gleich so ein riesen Tiberiumfeld kommt. Hallo? Schieß den kaputt. Und wir uns da durchschleichen müssen. Oder was? Oder wie? Ja genau, hier ist doch... Nee, ist tatsächlich eine andere Karte, ne? Und hier unten kommt nämlich gleich ein Flugzeug und macht meine Einheiten da kaputt. Aber wartet mal, das war doch ein ganz guter Anfang eigentlich, ne? So, ich muss aber... Ja, seht ihr das? Da oben ist das Tiberium jetzt in dem Fall. Das ist nur ein ähnliches Setup. Okay, ich verstehe, Leute. Ich verstehe. Alter! Da ist noch ein Kampfpanzer. Den würde ich auch noch kaputt kriegen. Aber... Gib mir die Raketentypen. So. Speicherdaten. Wartet mal. Speicherdaten mal. Mission 11. Not. So. Und ja. Liebe Leute, dann freue ich mich, dass ihr mal wieder hier eingeschaltet habt bei einem guten alten Command & Conquer Remaster. Und der Weg hier am Fluss entlang gefällt mir gar nicht. Genau deswegen. Genau wegen diesem Scheiß, ey. Aber da steht auch ein Turm, ne? Wie soll ich denn an dem Turm da vorbeikommen? Wie soll ich denn an dem Turm da vorbeikommen? Da ist der Sammler. Wartet mal, was will denn jetzt der Sammler hier? Nein! Ach, ihr seid doch so behämmert, ey, echt. Jetzt verfolgt der Sammler euch. Ja, nochmal laden. Ach, so ein Müll. Echt. So ein Müll. So. Da kommt schon wieder dieser Kacksammler. Hier ist aber kein Weg, ne? Was ist mit dem Sammler? Ich wollte schon sagen. Was ist mit dem? So. Aber da unten ist auch ein Turm. Das ist irgendwie komisch. Muss ich sagen. Das ist jetzt irgendwie komisch. Ja, Panzer. Ist gut. Du bist ganz toll, ne? Du hast dicke Eier, sag ich mal. So, wie gesagt, da unten fährt der scheiß Kreuzer rum. Da kommt der nämlich wieder.
Da muss ich gleich das richtige Timing abpassen. Oh, Alter! Boah. Puh, ey. So. Puh, das ist eine richtige... Ja, das ist eine Timing-Mission. Das ist eine Timing-Mission. Okay, da kommt jetzt nämlich auch der Sammler. Hm. Ich weiß gerade nicht, was ich machen soll, um ehrlich zu sein. Da ist das Schiff, okay. Ja, der kommt doch aber viel zu schnell wieder hier. Wartet mal. So, wartet mal. Dann lasse ich mal die vier Schützen nach vorne als Kanonenfutter und probiere das mal. Ah, nein. So. Als Kanonenfutter quasi. So. Und genau. Ah, da kommt er schon. Scheiße, Leute, da kommt er schon. Ah, gut. Aber ich hab den schon mal... Alter. So, okay, aber... Uiuiuiuiuiuiuiuiui, was? Ah! Aber wieso? Das war doch gut. Das war doch echt gut gerade, muss ich sagen. Ja, ich muss die als Kanonenfutter benutzen, die Schützen. So, einfach keinen Stress machen hier. So, und ja, wo ist jetzt der scheiß Kreuzer? Da kommt er gleich auch direkt mit Grenadieren angeschissen, ne? Das ist ja auch so eine Sache. Der kommt gleich direkt mit Grenadieren angeschissen. So, dann rennt ihr bitte nach vorne. So. So, und kaputt. Genau, so. Und macht ihn im Arsch! Um Gottes Willen. So. Okay. Okay, gut. Invasoren, kommt bitte hier rein, los. Ja, toll, danke. Du Sack, ey, du Sack. Alter, der schießt aber auch wirklich. Dieser Dreckskreuzer, ne? Der geht mir so auf den Piss. Muss ich mal ehrlich mal so sagen, der geht mir so auf den Piss. Was ist das denn für eine Scheißmission? Ey, Mann! Was ist das denn für eine Kackmission? Mein Gott! Ich weiß schon, warum ich die andere genommen habe beim letzten Mal. Ja, natürlich! Alter! Oh Gott! Was ist das wieder für ein Anfang? Oh, was ist jetzt mit meiner Maus hier wieder? Wartet mal. Maus, hallo. Wartet mal aus und wieder an. Ach, diese Maus, ey. Ach, Leute. Jetzt, okay. Jetzt habe ich den Anfang wieder. Ach, Leute. Ihr nervt mich. Ihr nervt mich. So. Nochmal. Und jetzt bitte mit Act of Instinct hier vernünftig arbeiten. So. Vernünftig arbeiten. Wo bleibt dieser Scheißkreuzer? Da ist er. Okay, Leute. Dann wartet mal bitte, bis der Sammler da vorbei ist. Och, schieß doch nicht auf den Scheiß. Ihr seid doch dumm. Ihr seid doch echt dumm. Diese Einheiten. Diese Einheiten. Wie die mir auf den Keks gehen. Nee, echt. Wie die mir auf den Keks gehen, diese Einheiten. Mann, schießen die einfach auf den Scheißsammler. Ach, Leute. Die Raketeneinheiten, bleibt jetzt mal bitte weiter weg. So, gut. Dann können wir jetzt alle mitnehmen.
Und am besten nochmal speichern, damit ich das nicht immer machen muss, ey. Mission 11, not. Und hinterher da los. So, jetzt ist der Kreuzer nämlich mal ein bisschen weg. Und genau, die Schützen, die laufen bitte wieder nach vorne als Kanonenfutter. So, bam und... Ah nein! Ach, verdammt, warum schießt denn der Turm jetzt auch dann auf einmal auf den Kommando, ey? So, okay, dann kann ich ja jetzt mit denen hier losgehen. Oh Mann, Leute. Oh Mann. Da ist der schon, was? Warum ist der Kreuzer jetzt da? Ach, Leute, ihr geht mir auf die Nerven, echt. Was soll denn das hier? Ich möchte hier zumindest ein Standbein kriegen in dieser Folge. Ja, der kommt da nämlich. Abwarten. Ha. Der Spasti, der kommt da nämlich. Geht ihr mal bitte da raus. So. Mhm. Okay. Dann können wir los. Hoffentlich. Ja, ich glaube schon, Leute. Gut. Aber ihr geht bitte wieder als Kanonenfutter. Genau. So. Und ihr jetzt bitte hier und macht den kaputt. Und sehr gut. Sehr, sehr gut, Leute. Wunderbar. Ich habe einen Bauruf. Okay, das ist schon mal Gold wert. So. Lass den Sammler bitte in Ruhe. So, sehr gut. Ich habe einen Bauhof. Ich muss diese Gebäude einnehmen. Und auf den Sammler warten. Ich muss auf den Sammler warten, ja. Das Tech-Zentrum, das brauche ich nicht. So. Oder doch, warte. Ja, die kriege ich aber kaputt. Das ist kein Thema. Die kriege ich kaputt mit dem, dem Kommando hier. So. Und weiter geht's. No mercy. So. Sehr schön. Dann kommt der Sammler nämlich wieder. Oh, sehr gut. Das ist gut, Leute. Mission 11 Not. Oh, sehr gut. Wir können uns hier ein Standbein aufbauen. Ach, wunderbar. Wunderbar. So. Ich weiß nicht, soll ich? Das zieht nur Energie, das Ding. Ja, komm, den. Nein, 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 nein. Stopp. Stopp. Soll ich mir noch einen Sammler bauen? Alter, das werden langsam ein paar viele Truppen hier. Ja. Und hier. Und so, genau. Die kriegen wir ja alle noch kaputt, das ist ja kein Thema. Ich muss einfach warten, bis der Sammler kommt hier. So, zwei auf einmal. Die kriegen wir nämlich noch alle noch kaputt hier. Alter! Oh, Gott sei Dank. So. Sammler, wo bleibst du? Wo bleibt der Sammler, Leute? Hallo? das ist jetzt gerade ein bisschen komisch, muss ich sagen. Dass der Sammler hier nicht angeschissen kommt. So. Bam. Und bam. Oh, das sind vier Stück. So. Und hier. Oh, hohoho. Da kommt der Sammler. Sehr gut. In the name of Kane. So, dann baue ich noch einen zweiten. So mutig wie ich bin. Wartet mal, ich speichere nochmal. Ach. Kane lives, ja. Gut, okay. Danach werde ich nämlich. Danach werde ich direkt eine Energie bauen. Und ihr stellt euch bitte da oben in die Ecke. Ach, da kommt er doch schon wieder mit dem Scheiß da an. Hallo? Ach, da ist ja schon der Sammler. Oh, das ist jetzt Timing. Das ist jetzt Timing, Leute. Nein, was? Was zur Hölle, ey. Diese Einheiten, ne? Diese Einheiten hier. So, Leute. Konstruktion fertig. Das wird jetzt ein Teil. Das wird jetzt ein Akt timingmäßig. Aber das sollte gut gehen. Ja, die kommen ziemlich schnell, die Dinger. So, wartet mal. Was macht der denn?
Wie blöd muss man denn sein hier? Alter. Ich überfahr die. Hallo. Hallo. Der will nicht, ne? Und warum kommt dieser Sammler nicht in die Basis? Junge, du gehst mir auf den Keks. Echt. Spielladen. Warum kommt der Sammler nicht mehr rein? Hä? Ach. Ich kann das Ding einnehmen und verkaufen. Ja, toll. Dann muss ich tatsächlich eine Mannequin-Fabrik bauen. Ja, tatsächlich. Oh, Mann. Leute. Oh, Gott. Alter. So. Ja, jetzt kommt er mit dem Jeep an. Jetzt kommt er mit dem Jeep an. Ach du Penner, ey. Hat er mir echt den Kack hier weggenommen. So. Das ist jetzt echt ein bisschen... bisschen scheiße, muss ich sagen. Wartet mal. Wartet mal. Kann ich hier sammeln? Der lässt mich hier sammeln sogar. Was will jetzt dieser Panzer von mir? Was will jetzt dieser Panzer von mir? Der greift mich tatsächlich an. Okay, lass den in Ruhe. Lass den in Ruhe. Okay. Gut. Lass den wieder rausfahren. Das ist ja kein Thema so. Okay. Speichern. Mission 11 Not. So. Puh. Was mache ich jetzt mit den 700? Ich hätte zu gerne so einen Obelisken mittlerweile hier stehen. Nein. Verschwende keine Zeit. So. Der kostet 150... Alter! Jetzt kommt aber zwei Jeeps an. Jetzt kommt er hier mit... Nee. Nee. Wartet mal. Der Sammler hält hier einiges aus, zum Glück. So. Mach die im Arsch! Mach die doch kaputt! Was? Ein Hickhack hier, ey, echt. Jetzt will er auf meinen Sammler? Hä? Wie soll ich das denn machen jetzt? Hä? Wie zur Hölle? 28 Minuten, ja, aber... Wie soll ich das jetzt machen, ey? Wartet mal. Ich glaube, ich muss das Radar verticken. So, dann brauche ich... Kommt der da wieder mit den Jeeps an gleich? Da kommt er wieder mit den Jeeps an, okay. Dann brauche ich 5 Soldaten hier, so. So, dann hier, alle. Und diese Jeeps platt machen, ey, los. Der Panzer, der kommt, ne, oder? Nee, doch nicht. Hey, gut. Doch, da kommt er wieder. Oh Mann, ey, was ist das für ein Kack? Echt. Ich brauche 2 Raxiros. Die Kohle geht für Mannequin drauf. So, die Kohle geht leider für Mannequin drauf, Leute. Und ich habe kein Kommando mehr. So, sehr gut. Die Kohle geht leider für Mannequin drauf. Einheit verloren. Ja. Ja, der Panzer ist schon mal weg. Das ist schon mal gut. Aber wenn der jetzt wieder mit zigtausend Einheiten angeschissen kommt, dann kann ich da nicht viel machen. Junge, ich will doch nur... Ich will mich doch nur hier aufbauen. Wäre das möglich? Ich habe jetzt noch 100, 100 Geld, sozusagen, brauche aber ein Kraftwerk. Und danach ganz dringend einen Obelisten, der kostet aber 1500.
wird gebaut. Aber gut, Leute. Wenn er jetzt wieder mit dem Panzer ankommt. Nee, okay, gut. Gut, liebe Leute, aber in Anbetracht dessen, dass wir schon 30 Minuten auf der Uhr haben, würde ich mal sagen, wenn euch diese Folge gefallen hat, lasst mir doch mal gerne mal ein Like oder ein Abo da und lasst die Glocke läuten. Würde mich sehr freuen. Erzähl es gerne weiter. Und ja, bis hier weiter geht's beim nächsten Mal. Und dann wünsche ich euch noch einen schönen Abend oder einen schönen Tag. Tschüss. Hm? Tschüss.